Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Metroid Dread. Wir sind bei Folge 6 und entsprechend haben wir hier auch den Strom in der letzten Folge eingeschaltet. Ich möchte noch mal eben ganz kurz darauf zurück. Vielen lieben Dank noch mal an meine Leute. Hier, Grüße gehen raus. Das kam ja an, hatte ich in der ersten Folge zum Ende hin gezeigt. Ich zeige es lieber jetzt noch mal eben im Vorfeld. Ein nettes kleines Geschenk. Super toll. Ein Notizbuch von Metroid Dread. Sammler natürlich eine coole Sache und leider keine Special Edition bekommen. Daher ist das so ein netter Trost, würde ich auf jeden Fall sagen. Wir gehen jetzt aber auch weiter. Strom ist an und entsprechend haben wir natürlich hier Gegner und Gedöns freigesetzt. Na ja, klar, alles ist wieder aktiv. So, eine drauf reicht, ne? Und da gibt es endlich mal wieder was. Was wird es sein? Wave Beam oder was? White Beam. Okay, er ist neu. Aber der wird wahrscheinlich auch drei Striche machen, oder? So, White Beam. Ja. Okay. Damit kann man White Beam boxen. Verschieben. Ah, ich habe jetzt gedacht, der geht durch die Wände durch. Wie ist das mit dem... Oh, der geht auch auf. Also der Charge geht auch durch. Ist aber auf jeden Fall sehr schön, dass wir endlich mal einen neuen Schuss bekommen haben. So, und jetzt können wir damit auch arbeiten. Diesen elenden Boxen und keine Ahnung, was für Gedöns alles, ne? Die sind, glaube ich, viel einfacher. Die werden ja auch doppelt getroffen. Mal, lass mal irgendwas kurz gucken. Da unten war noch was. Haben wir das nur von außen gesehen? Das ist ja gerade gar nicht. Ich finde, das sollten wir nochmal untersuchen, oder? Machen wir das Blatt. So. Jo. Der ist auf jeden Fall viel stärker. Vision Energy. Dankeschön. Viel stärker als der normale Schuss Plasma Döns Beam. Okay. Da brauchen wir auch wieder eine andere Fähigkeit für. Gut. Hab verstanden, wir gehen zurück. Kommen wir auch noch nicht hin, weil wir quasi Morphball benötigen, würde ich behaupten. Ach Gott, daneben. So, jetzt können wir die Boxen da verschieben. Okay, da müssen wir aufladen für. Nee. Nee. Um. Ich auch easy game, wa? Oh, warte mal. Da kommt nur ein Durchgang zum Vorschein. Da oben sieht man es wieder. Das kann nur Grapple sein. Was soll das sonst sein? Was? Genau. Was ist das denn? Der ist super fest. Geh auf. Und man ist ja schon wieder da. Er ist schon wieder da. Uiuiui. Verschwinde. Uiuiui. Nein. Alter Vater. Wieder nicht geschafft. Mann, das kann doch nicht sein. Was für ein Bruchteil einer Sekunde ist denn das? Das ist ja richtig frech mit den Viechern, ey.
Ja, was heißt mit den Viechern? Also jetzt mit dem da. Schon wieder alle Trial and Error Zone. Wo wir hin sollen, wissen wir auch nicht. Ja, doch, einfach hier drauf. Junge, Junge. Ah, bleibt oben an der Schiene. Ich wollte gerade sagen, warum fällt das nicht runter? Okay. Da sind wir durch, aber irgendwie bin ich nicht so überzeugt, begeistert, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Gut, gehen wir hier rein. Hier soll es noch was geben, ne, so ein Safe Spot nur. Aber Speicherung. Das machen wir doch glatt. Direkt wieder los und hier müsste auch nochmal wieder so eine Kiste gewesen sein. Auch immer sie jetzt genau gewesen ist. Und wir gleich schon. Okay, keine Zeit für euch. So, hier war auf jeden Fall. Oh. So, da war auf jeden Fall eine. Hier oben. Ach ja, das war das mit dem Speed Booster, wie man da durch soll. Was ist das? Kann man kann man nur markieren. Ich kann ja noch mal ins Logbuch gucken. White nehmen. Begegnet. Also wir sind zwei Emmys begegnet, können aber noch keinen davon besiegen. Von den neuen Emmys, denen wir begegnet sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wie könnten wir hier weiterkommen? Gibt es hier eine Möglichkeit, hier oben hinzukommen? Dass man dort weitergeht oder so? Sieht gerade wieder nicht so aus. Hier unten kommen wir auch noch nicht hin. Die konnten wir sehen, die Tür, aber hier die Verengung, die macht halt das Problem. Genau das gleiche haben wir hier so. Da geht es tatsächlich noch weiter. Den haben wir beiseite geschoben. Gut, dann müssen wir, so wie es aussieht, wieder zurück. So. Dann müssen wir eben Ausschau halten nach diesen Kisten, dass wir die irgendwie verschieben können. Eine andere Chance sehe ich da gerade nicht. Also man hat natürlich bei diesen Metroidvanias immer oder Metroid und insgesamt so relativ viel Backtracking auch, dass man wieder überall lang läuft, wo man schon gewesen ist und so. Aber finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Jetzt sind wir da, dann machen wir gleich mal eben die Map auf und untersuchen das Ganze mal eben. So. Die Dinger. Die wollen wir markieren. Davon haben wir einen. Einen einzigen, der hier ist. Hält er uns von irgendwas weg? Weiß ich gerade nicht. Ein einziger nur. Okay. Warte mal, wir konnten ja Übersicht gehen. Zone wählen. Da könnten wir auch nochmal schauen, ob da diese Dinger auch gewesen sind. Irgendwo was mit so einem 3 Punkten dran. Nee, aber hier war ja nochmal. Powerbeam-Schleuse, in der waren wir auch noch nicht drin. Hm. Atari auf jeden Fall nichts. Ja gut, dann haben wir jetzt gerade nur die eine Schleuse da. Wir haben ja nicht viel mehr dazu gelernt, also von daher, was sollen wir da machen, ne? So. Jetzt kommen wir hier hoch und runter. Toll. Kommen wir einfach nur schneller durch. Wofür soll es gut sein? Wir haben doch jetzt nur das eine bekommen. Wir müssen uns da doch nochmal umgucken. Wir haben weder irgendwas für Hitze bekommen, noch sonst irgendwas, was irgendwie sinnvoll hätte sein können. Damit bin ich irgendwie nicht ganz zufrieden.
So, da können wir aber durch. Da müssen wir noch mal hin. Da kann mir keiner erzählen, da muss irgendwie noch was mit der Zone gewesen sein oder so. Also, die olle Emmy-Zone. Also ich hätte sonst keinen wirklichen Anhaltspunkt. Waren wir da so wie es aussieht, doch noch nicht so richtig durch. Aber irgendwie will man diese Emmy-Zone da auch nicht wirklich betreten, weil das Viech super schnell ist. Ist genauso schnell wie man selber, wenn man am Laufen ist. Und wenn du am Klettern bist, bist du langsamer als das Viech. Ja, das ist schon ein bisschen heftig. So, bedeutet, wir können hier wieder hoch. Und mit dem Schuriken weggeballert, ey. Nö. Da ist doch noch was. Genau das da. Wie soll man da rankommen? Also irgendwie da oben waren wir ja schon. Was die Viecher hier machen, weiß ich auch nicht. Hier, da oben rüber kommen wir noch nicht. Das war auf jeden Fall eine Problematik. Hier kommen wir auch nicht durch. Gut. Schauen wir nochmal rein. Anlange, so nudelige Dinge. So. Irgendwo sollten wir auf jeden Fall noch weiter. Hier hinter ist eine Schleuse, warte mal. Okay, das ist auch wieder mit Speed. Das ist schon mal gut und wichtig zu wissen. Da hinten wollen wir eigentlich noch hin. Ich weiß nur nicht, ob wir da hinkommen. Da unten kommen wir nicht weiter, hatte ich bereits angemerkt. Dafür. Warum ist das Viech hier nicht ist? Na, weiter, verschwinde einfach. Und Gollum sagt, verschwinde und komm nie wieder. Ah, da dürfen wir nicht mehr durch. Das ist ein Problem. Hierher kommen, oder? Es kommt nicht hier. Holy moly. Hier. Nee. Oh. Es wird kommen. Halla die Waldfee. Okay, schauen wir noch mal. Wir kommen hier nicht mehr zurück. Den Connector können wir nicht durch. Das bedeutet, wir sind hier in dem Bereich eigentlich gefangen. Hier oben haben wir noch nicht komplett aufgedeckt. Weiß ich aber trotzdem auch gerade nicht, ob es wichtig ist. Itemkugel erhalten, das ist alles in Ordnung. Hier kommen wir nicht ran, weil wir hier unten nicht lang können. Ja. Obwohl man vielleicht von hier irgendwo. Oder vielleicht geht es auch nur hier durch. Vielleicht sollte man das wirklich nochmal überprüfen. Da waren wir durch gewesen. Da auch. Das war einfach Schiebeschuss-Dingenskirchen. Da wissen wir noch nicht, wofür es gut ist. Ich glaube fast, wir müssen backtracken. Na gut.
Einfach weiter, dummes Vieh. So, jetzt weg hier. Und hier, naja, na juhu. Bound Speed Booster dafür. Wir haben aber mit Sicherheit, warte mal ganz kurz, so. Gehen wir nochmal eben ins erste Gebiet. Wir haben aber mit Sicherheit mehr als diesen Connector. Ich kann mir gut vorstellen, dass eventuell wirklich hier unten oder so noch ein Connector ist. Da ist doch so ein Dreier. Ach nee, das ist einfach nur. Da ist auch noch eine Tür, in der wir nicht drin waren. Wir sollten dahin zurück. Ich glaube, das ist so gedacht. Also, falsch, hier lang. So. Machen wir das einfach mal. Ich meine, wir haben es ja ausprobiert. Können wir uns nichts vorwerfen. Gehen wir dahin zurück. Suchen uns den nächsten Connector. Weil wir haben ja bisher in jeder Welt zwei Konnektoren gehabt. Und entsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass in der Welt jetzt auch gleich wieder ein Connector ist. Das mit dem Feuer, mit dem Rätsel haben wir eigentlich alles gemacht. Das bedeutet, Feuertüren dürften normalerweise auch nicht mehr das sein, was uns von irgendwas abhält. Jetzt in Kataris. Schießen wollte ich gerade sagen. So, hier ist er. Da können wir noch mal eben ganz kurz gucken. Da ging es auf jeden Fall runter. Hier haben wir. Achso, das sind hier die Fahrstuhldinger da. Die werden mit diesen Dingens angezeigt. Warum hier das Ende nicht ganz angezeigt wird, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, den haben wir. Ne, den haben wir nicht benutzt, sonst wäre das dann nicht mehr dunkel. Da ist alles soweit in Ordnung. Hier haben wir wieder einen Connector für mit Morphball. Da unten war alles cool. Gesamtladestation. Das war ein Feuerdingens. Und nach Ataria kommen wir von da unten. Hier geht's so, glaube ich, gerade nicht weiter. Weil wir da nicht durchkamen, genau. Das war auch alles cool. Okay, dann zurück nach Ataria. Kommen wir hier durch? Vermutlich nicht. Probieren wir es aus. Nee, hier war der Schalter. Gut, laufen. Müssen wir oben lang. Und so, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Und jetzt kommen wir hier nicht runter. Hier ist nur eine Gesamtladestation. Auch irgendwie nicht vorstellen. Hier haben wir jetzt wieder den Fire Connector nicht. Und an diesen hier dürfen wir nicht mehr ran. Leute, es bleibt ja nur nach oben gehen. Dort nach oben. So. Was hatten wir ja bereits gemacht? So sind wir ja hier gelandet und konnten von hier aus weiter. Wie sollen wir da jetzt hinkommen?
Hier durch und dann nach links weg. Dann nach unten. Hier nochmal. Ach Gott. Einfach hier komplett nochmal rum, oder was? Holy moly. Gibt es da keinen kürzeren Weg? Offenbar nicht. Also hier entlang. Dort, hier entlang. Hier wieder bei dem allen Biest durch. Gucken, wo es lang kommt. Ah, da unten, da haben wir noch eine Tür. Die habe ich ganz übersehen. So, muss ich hoch? Ja, kommt. Das wollte ich nicht. Okay. Was? Da hat er sich einfach umentschieden. Genau. Denkt er geht oben lang, ey, dann entscheidet er sich einfach um. Das ist schon dummes Trolltier, ey. Super. Wieder nicht geklappt. Muss aber echt sagen, ich habe da ja auch gerade echt nicht die Geduld zu drauf zu warten. Ne? Komm, geh auf. So. Okay. Das ist ein Bereich, den wir noch gar nicht kennen. Oh Gott. Wo ist er jetzt? Nee, du kommst hier. Connector. Ja, schön. Habe ich nicht erwartet, dass wir es schaffen. Oh Mann, ey. Was ist der Grund, dass wir hier rein können? Morphball Connector, da geht's nicht weiter. Hier oben kommen wir nicht lang. Hier oben wäre noch ein Ausgang. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, wie wir hier durchkommen sollen. Also wir gucken uns das gerne nochmal an. Wo klettert der hoch? Oh Mann! Ob. Oh nein. So. Morphball Connector. Wir hier entlang klettern. Aber wenn er da hochkommt, bin ich im Arsch. Bitte? Kann doch nicht sein Scheiß ernst gewesen sein. Das ist ja unfassbar nervig gerade mit den Viechern. Nein, ich werde nicht warnen. Ja, hast mich gesehen, schade, ne? Ich bin hier um den Sack jetzt, ey. So. Jetzt sind wir hier.
bedeutet, wir sind falsch. Dort wollte ich lang gucken. Ja, aber hier kommen wir eh nicht lang. Leute, wir können hier wieder zurückgehen. Gehen wir hier raus. So, wir müssen jetzt hier drunter das nehmen. Das ist ein Witz. Dauernd von dem Viech gefressen werden. Ich meine, wir verlieren kein Leben oder sonst irgendwie was. Völlig egal, dass wir draufgehen durch das Viech. Ja? Ich will nur hier durch. Ich habe hier nichts, wo ich mich vor dem Viech verstecken kann. Außer wenn ich hier durchkomme, ist da etwas zum Umdranhängen. Und hier wollte er unbedingt noch durch die Tür. Oh Mann. So. Und was wir natürlich von hier aus auch machen. Oh. Da scheint noch ein Item irgendwo zu sein. Also, was wir natürlich auch machen könnten, wäre hier einfach wieder rum. Dann hier entlang, dort entlang, so, 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 da wieder hoch. Und dann sind wir bei. Zurück nach Ataria. Warum geht das nur so schwer? Wir waren doch einmal. Ne, wir waren nur hier gewesen. Ataria waren wir noch gar nicht wieder gewesen. Egal, wir machen das. Irgendwie in der nächsten Folge oder so. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich danke an dieser Stelle fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und dann lasst gerne ein Like oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt.